Allein die Tatsache, dass der Hintergrund mit der Brücke unabhängig von der Bewegung der Kamera dahin zieht, zeigt schon, dass wir es hier mit einer Bildkomposition zu tun haben. Aber noch deutlicher wird die Sache, wenn wir fragen, sollte die Brücke denn überhaupt zu sehen sein? Laut den am Ritual beteiligten Sendern, schon. Die Verrazano-Brücke ist, aus der Nähe betrachtet, ein ziemlich gewaltiges Bauwerk. Sie befand sich jedoch gute 10 Kilometer von den Türmen entfernt. Aus einer solchen Distanz sollte sie natürlich erheblich kleiner erscheinen. Ungefähr so wie in dieser Animation. Amateurvideos, die vom Dach des World Trade Centers aus aufgenommen wurden, bestätigen diese Einschätzung. Hier hinten ist die Brücke. Man kann sie im Dunst gar nicht erkennen. Nehmen wir eine klarere Aufnahme. Auch hier ist die Brücke gerade einmal so zu erahnen. Nur mit einem Zoom-In konnte man die Brücke vom World Trade Center aus leicht erkennen. So groß erscheint die Brücke vom Dach des Südturms aus. Und jetzt nochmal die Fernsehbilder des 11. September. Es ist absolut unmöglich, dass dies die reale Aufnahme einer Kamera ist. Sehen Sie, wie riesig die 10 Kilometer entfernte Brücke erscheint. Einfach lächerlich. Das große CNN war klüger. Dort zeigte man einfach nur einen weißen Hintergrund ohne Objekte. Aber dafür machte dort ein anderer Teil der Bildkomposition Probleme. Der untere Teil der Einblendung verschwindet und wir können den Vordergrund sehen. Aber Achtung! Der schwarze Banner wurde gebraucht, um die Trickserei zu verdecken. Da er fehlt, kann man nun erkennen, dass die Gebäude des Vordergrundes nicht dargestellt sind. Stattdessen sieht man nur eine Ebene mit ein paar kleinen braunen Punkten. Das Bild wird nun weiter ausgezoomt und der schwarze Rand der Computerkomposition kommt ins Bild. Sehen Sie, wie Manhattan hier aufhört. Der Fehler wurde jedoch schnell behoben. Hier ist die bessere Version mit Gebäuden im Vordergrund. Sehen wir uns nun als Übergang zum letzten Punkt eines der vielen sogenannten Amateurvideos an. Dieses wurde noch am Tag des Rituals, nämlich um etwa 17 Uhr, auf CBS gezeigt. Diese Aufnahme kann als Paradebeispiel dafür dienen, wie man Videos nicht fälschen sollte. Schwarze Flugzeugschablone ohne die geringsten Lichteffekte und der schwärzeste Rauch, den Sie je gesehen haben. Immerhin ist der Himmel mal blau. Dafür sind die Türme aber auch nicht farblich korrekt dargestellt. Die verstärkten Etagen waren dunkler als die übrigen. Das Flugzeug dringt komplett ins Gebäude ein und erst dann entscheidet es sich, zu explodieren. Die Nase tritt ohne einen Kratzer aus und löst sich dann aber in Luft auf. Dieses Bild bringt uns zum letzten Punkt. Wir sehen, dass jemand an der Explosionswolke herumgespielt und ihr eine unnatürliche, quadratische Form verpasst hat. Außerdem wurden Teufelsgesichter eingebaut. Hier noch etwas undeutlich zu erkennen.
envelops a second of the world. This is Darren Riley. Aber hier ist es ziemlich eindeutig ein Gesicht. So treibt man seine Spielchen mit religiösen Fanatikern, die das Ganze dann als Beweis dafür sehen, dass die Anschläge ein Werk Satans waren. Bevor wir uns weitere Beispiele für solche Rauchteufel ansehen, möchte ich den Amateurschauspielern dieses Videos noch den Tipp geben, nicht so überzureagieren. Manchmal ist weniger einfach mehr. Questioned and analyzed all around the world this evening, Matt. And of course, we've heard that the markets here in this country were closed today. We've been told they'll be closed again tomorrow. Exactly. I mean, how long can we expect them to be shut down until they can get up and running again? Well, there are so many sensitive issues to be dealt with, not the least of which will be security for the participants in those marketplaces downtown, the New York Stock Exchange being the principal exchange in Lower Manhattan. We've heard that the markets here in this country were closed today. We've been told they'll be closed again tomorrow. I mean, how long can we expect? Them to be shut down until they can get up and running again. Well, there are so many sensitive issues to be dealt with, not the least of which will be security. Beachten Sie, wie sich all diese Gesichter natürlich aus dem Rauch entwickeln. Es handelt sich dabei nicht um nachträgliche Bearbeitungen. Der Rauch selbst scheint eine weitere computergenerierte Ebene zu sein, in die Gesichter eingebaut wurden. Obgleich Reporter, Moderatoren und sogenannte Experten am und nach dem 11. September davon sprachen, dass die Türme ein flammendes Inferno gewesen seien, zeigen alle existierenden Bilder nur einige kleine Feuer, keine verheerenden Brände. Beachten Sie, dass die angeblichen Superfeuer nicht mal von einer Seite einer Etage zur anderen gelangten. Hier sieht man ein wenig Feuer. Hier jedoch ist alles in Ordnung. Nebenbei, wieso kommt hier nicht mal Rauch aus dem Stockwerk, obwohl die Explosion, oder meinetwegen auch der Einschlag des Flugzeugs, die Scheiben zerstört hatte? Auch Feuerwehrmänner in den Türmen berichteten nur von kleinen Bränden, die schnell hätten gelöscht werden können.